So, da bin ich wieder. Also ich habe meinen eigenen Video nochmal nachgeguckt. Da war gar nichts. Ich habe aber nochmal nachgeschaut. Also ich war da komplett auf dem Holzweg. Folgendermaßen, wir müssen hier zum verbotenen Wald. Das ist gut. Wir haben uns die Karte angeguckt. Hier ist der verbotene Wald, hier ist das Tor und hier ist die Brücke. So, dann sollten wir... Nacht machen. Und mit Lumos sollten wir irgendwo die... Liebesbrief, mein liebster Apollo, würdest du mir den Picknick anschließen? Ja. Ach hier. Lumos. Verzauberte Kerzen. Ah. Wohin mögen die führen? Da war auch der... Das war der Liebesbrief sozusagen. Interessant. Okay, das ist nicht viel, aber ein nettes Detail. Okay. Die Kerzen scheinen in den verbotenen Wald zu führen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Wir müssen jetzt den Kerzen folgen und das ist unsere Schatzkarte sozusagen. Dann will ich den Kerzen mal folgen. Die machen es einem nicht gerade leicht. Aber warum ein Picknick im verbotenen Wald? Ziemlich weird. Der Schatz muss in der Nähe sein. Ein Picknick im verbotenen Wald halten manche vielleicht für romantisch. Ich habe ein Händchen für Schätze. Ich habe nachgeguckt, okay. Zumindest wo man anfangen muss. Der Rest war ja relativ einfach. Was eigentlich interessant war, dass das halt mit einem... Liebesbrief... Würdest du mit mir zu einem Picknick, mich zu einem Verpicknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Ja, war doch mal nett. Wir haben einen neuen Schal bekommen. Oder war das nur eine Sammlung? Ich verstehe es halt immer noch nicht. Ja gut. Level 15. Das ist nicht schlecht. Talentpunkte hebe ich mir mal auf. Man muss sich jeden einzelnen sofort rumeiern. Was ist denn mit den nächsten Aufgaben? Wege. Weggekarrt. Ahn erwähnte, dass sein Karren von Renrocks Anhänger zu einem Lager südlich von Lower Hogsfield gebracht wurde. Ich sollte der Straße folgen, um den Dorf nach vorgeschlagener Stufe 2. Machen wir. Machen wir. Habe ich jetzt einen neuen Stab? Oh ne, das mit der Eule passt schon. So, können wir da irgendwas machen? Wir könnten theoretisch hier hin. Ja, da war ich und habe mit so einem Kobold gesprochen. Das hatte ich beim Let's Play, also bei dem anderen Spielstand, vergessen. Und dementsprechend mache ich da jetzt was. Also der Kobold, der hat irgendwie keinen Bock auf Renrocks Dingsbums. Hat er keinen Bock auf... Nachdem was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Ja. Das waren Raben. Das hat sich so angefühlt, als würde irgendwo ein Drache landen. Was geht denn da die ganze Zeit auf? Ach hier. Lumos. Incendio.
hier. In Zentrum. So. Weiß zwar nicht, was es hier noch gibt, aber das sieht doch... Beasts Welcome. Lumos. Revelio. Handbuchseite. Schwarzer, was? Hebride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollsten Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Okay. Okay. Was haben die denn für eine Range? Ja, ich habe ein bisschen schwarze Magie und so einen Scheiß mitgeskillt. Einfach weil ich keine Ahnung habe, was halt aktuell so. Ja, so ganz gut ist oder nicht. Na gut. Ist ja nicht so schlimm. Du. Bin jetzt mal. Ach hier. Entzellier. Bin jetzt mal so langsam am Überprüfen. Hinter den Ruinen. Hier bin ich richtig. Ob ich mir ein gutes Headset hole. Das mit dem Mikrofon immer vor der Fresse, das ist mir so egal. Also es nervt wegen diesem ganzen Kabelgelepp und am Endeffekt habe ich ja doch Wireless Kopfhörer oder Funkkopfhörer. Dementsprechend ist mir das eigentlich relativ wumpe. Ein Lager. Das muss es sein. Abgesehen von Spinnen. Ach hier. In Zentrum. So, ich würde gerne hier. Machen wir doch mal was. So, befreie offenbar die. Da gibt es mehrere Wege hinein. Das ist mir relativ wumpe. Ach, hier. Genau. Na, komm mal her. Au. Ach hier. Im Zentrum. Wie sind denn hier noch? Eindringlich. Was zum Lernen hier, was? Das überlebt mich. Ach, ich fäll hier aus. Das sieht nicht gut für dich aus.
Incendio. Akio. Ah, so kann ich auch so verschiedene Sets machen. Ah, okay. Drei Stück habe ich jetzt. Das vierte habe ich noch nicht freigeschaltet. Jetzt kann ich also theoretisch auch immer so ein bisschen wechseln. War vielleicht ein bisschen too much. Incendio. Weiß wer nicht, wo hier was ist? Incendio. Verstehe ich jetzt nicht. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Ahn zurück? Sag mal, bin ich blöd? Ach hier. Genau. Gut. Das war gar nicht schlecht. Gut, das lief vielleicht gar nicht schlecht. Jetzt will ich aber mal gucken, wie ich dieses Rätsel von Merlin lösen kann. Ja, aber es war doch immer. Hier war auch noch. Ah. Ah. Ach hier. Verstehe. Okay, das ist cool. Muss ich nur gucken, wo ich die anderen Hügelchen finde. Muss ich das machen oder war das nur was? Okay. Kann eigentlich runterfallen, ist kein Problem. Kann ich auch jemanden wegstoßen? Müsste doch eigentlich auch gehen. Reparo, abstoßen. Nee, das kann ich noch nicht. Aber das sollte eigentlich auch so passen. Und lass mich raten, hier oben sind noch mal ein paar. Nö, nee, sind sie nicht. Aber hier sind die. Ups. Au. Obwohl es geht, hat jetzt nicht so weh getan, aber. Ach hier. Mac kommt. Rebellion. Das ist noch welche. Leviosa. Gut, 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 gut. Ach hier. Incendio. Rebellion. Incendio. Ach hier. Kommt mit. Auf Facebook hatte sich jemand beschwert. Die Dinger nicht abwechslungsreich genug sind, die Merlins Rätsel. Ich finde sie okay. Merlins Prüfungen fliegen mich nicht krass.
Herausforderung abgeschlossen. Super. Dann wollen wir mal zu Ahn zurückkehren. Wir können es also untheoretisch so machen, wie wir wollen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, es ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer als auf dem PC das auf dem PC spielen. Einfach aus dem Aspekt her. Weil es halt einfach entspannt läuft. Da musst du dir keine Gedanken machen, nix. War auch übrigens früher oder was heißt früher? Das hört sich immer so ewig Zeiten an. Paar Jahren mein Gedanke, vielleicht so ein 2-PC-Streaming-Setup zu machen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, es lohnt sich bei mir nicht. Bei diesen 5-6 Zuschauern da macht es halt einfach auch stromtechnisch, also kostentechnisch, keinen Sinn, einen zweiten Rechner aufzubauen. Zumal ich ja dann auch wieder mehr Platz brauche und darauf habe ich eigentlich aktuell nicht so groß Lust. So, was mit deinen Wagen? Wenn Sie etwas kaufen wollen. Gute Neuigkeiten, Arm. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Ja. Ich kam relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern. Das ist und schön. Wir haben uns stets blendend vertraut. Das ist gut. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Das finde ich super. Idee, Arn. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Kein Problem. Das machen wir doch gerne. Viel Glück noch. Sobald mein. Ja, da hilfst du mir, das hast du ja schon gesagt. Das ist ein Lieber. So, ich habe einen neuen Hut. Der ist schlechter als mein jetziger. Okay, ich bleib bei dem Hut. Aufträge. Was haben wir denn sonst noch? Hüter des Bruders. Adolf hat angeblich in der Nähe des Waldes schwarze Magie praktiziert. Ach so, ja, das ist aber noch. Da sind wir noch ein bisschen. Finde die daedalischen Schlüssel im Astronomieturm. Depulso. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erdorus und teste sie zeitgleich. Ja, da will ich mal gucken, ne? Flugstunde. Oh. Was ist hier? Geheime Räume. Der Raum der Wünsche und die Kartenkammer. Ja, das können wir ein andermal machen. Ich würde gerne wissen, wo jetzt mein... Große Treppe, Ravenclaw-Turm, Trophäenraum. Nee, wo, was ist hier? Astronomieflügel, Südflügel, geheime Räume, große Halle, Flügel des Glockenturms. Ich würde gerne in den Trankraum gehen. Zauberkunst, Unterrichtsraum, Verteidigung gegen Dunst, Professor Fix, Verwandlung, Verwandlungshof, nein. Gucken wir mal, was haben wir hier, Unterrichtsraum Tierwesen, Hogwarts Glockenturm, Westturm, nein. Große Halle, Gemeinschaftsraum von Hufflepuff, Bootshaus, habe ich noch nicht alles entdeckt.
Gewächshäuser, Unterrichtsraum, Wahrsagen, Haupthalle, Zaubertränke. Machen wir das doch immer so. Ist auf jeden Fall einfacher, links zu navigieren, als über die Symbole in der Mitte der Karte, die alle einzeln wählen. Lieber direkt auf. Warte mal, wo ist denn der Unterrichtsraum für Zaubertränke? Schade. Wer schläft hier und schnarcht so laut? Typisches Bild. Wolf gegen Einhorn. Ach, der Ritter hat geschlafen. Ja, ne? Unterrichtsraum Zaubertränke auf der linken Seite von mir. Müsste doch hier irgendwo sein. Was war das? Du Lümmel, was war das? So, Handbuchseiten. Was heißt hier warten? Auf was warte ich denn jetzt schon wieder? Reveille. Da habe ich ja was angerichtet. Oh, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, hm? Aha. Was ist denn los, Cassie? Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ah, das kenne ich. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Oh. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Eieiei. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Oh nein. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Warum wollte er mit dir angeben? Wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn natürlich nicht. Und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Natürlich machen wir das, Mädchen. Hm? Wir sind ja keine Unmenschen. So, ich habe jetzt nebenher die vorherige Aufnahme nochmal nebenher umbenannt. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Geschafft. Das ist mir schon klar. Fehlen nur noch 4. 4 kleine Bücherlein schweben hier rum. Da guckt man sich mal hier und dort und einfach nur mal um. Dann waren es noch kleine 3 Bücherlein. Die sammel ich auch noch ein. Dann ist alles wieder fein. Ich kann nicht improvisieren, okay? Lassen wir es einfach lieber.
Drei kleine Bücherlein muss ich noch finden. Dann kann ich auch wieder aus der Bibliothek verschwinden. Na, komm her. Zwei kleine Bücherlein fehlen mir jetzt noch. Die sammel ich auch noch ein und lese ich ihr Tagebuch doch. Okay, das war gemein. Aber lustig. Aber auch gemein. Aber lustig. Ah, das war nur eine Handbuchseite. Boah. Da fliegt noch eins. Ich würde ja zu gerne mal einen kleinen Blick ins Tagebuch werfen. Also nicht, weil ich hier so böse bin, sondern einfach nur fürs Spiel. Aber auf der anderen Seite ist auch gemein. Also. In die verbotene Bibliothek. Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Ich mach's einfach. Heute war ein guter Tag. Zumindest bis Garrett das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Floorfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsst ihr alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Das erinnert mich so ein bisschen an die bösen großen Brüder von Ron. Die waren ja nicht böse, die waren super. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Na dann. Wir werden sie aber nicht verraten. Wir werden der Cressida nicht verraten, dass wir ihre Dingsbums gelesen haben. Sonst wird sie sauer. Dann gibt's Ciao, Jay. Auf die Schnauze. Muss ich jetzt da hoch? Nee, ich muss doch eigentlich... Sag mal, bin ich jetzt blöd? Lesen kann so magisch sein wie Zaubern. Warum begreifen Schüler das nicht? Weil Lesen stinklangweilig ist. So, endlich sagt's mal jemand. Endlich sagt es mal jemand. Ist doch wahr. Hey, du kannst hier große Dinge zum Schweben. Ja, ich lese lieber ein Buch. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Vielleicht eine Belohnung, um das Tagebuch geheim zu halten. Oh nein, nicht mit dem Nachnamen Blume. Nein. Ja, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Ja, das solltest du. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest. Also der hätte ich jetzt locker bestimmt ein bisschen ein paar Belohnungen aus der Tasche ziehen können. Aber das will ich nicht. Das ist so gemein. Und ich meine, wir sind sowieso der Hauptcharakter und haben irgendwann sowieso so viel Kohle, dass wir da nicht mehr... Nein, nein. Gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich will auch nicht so lange machen. Wie gesagt, es ist unter der Woche. Ich wollte einfach nur jetzt nochmal ein Stündchen machen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.